Guck mal, das wollte ich dir heute mal zeigen. Das ist so ein bisschen wie ein Weg, ne? Der in den Himmel führt. Ja, so ein bisschen halt, ne? Ja, das wollte ich aber gar nicht sagen, sondern wenn ich mit Leuten über Jesus spreche, ne, und dann sage, Jesus ist der einzige Weg zum Vater in den Himmel, dann finden die das von mir ganz schön radikal und engstirnig und das hört sich so absolut an. Und weißt du was, das kommt gar nicht von mir, sage ich dann. Das sagt Jesus selbst. Jesus sagt nämlich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich, sagt Jesus. Das steht im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6. Und ja, das ist eine steile Aussage von Jesus. Und ja, das ist auch ganz schön absolut, weil Jesus sagt ja nicht, ich bin ein Weg von vielen. Ne? Jesus sagt ja, ich bin der Weg. Und er sagt auch nicht, ich bin eine Wahrheit von vielen, sondern Jesus sagt ja, ich bin die Wahrheit und das Leben. Und Jesus sagt ja, niemand kommt zum Vater als durch mich und niemand ist niemand. Niemand ist keiner, keiner ist keiner, keiner, keiner ist keiner und keiner kommt zum Vater als durch Jesus. Und ja, da gibt es jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, denn ich finde, zu so einer steilen Aussage hat eigentlich nur Gott das Recht. Entweder ist Jesus Gott oder Jesus ist ein Verrückter. Und vielleicht meinst du auch, Jesus ist ein Verrückter, aber dann frage ich dich, was ist, wenn Jesus doch recht hat und er der einzige Weg ist zum Vater in den Himmel? Dann lohnt es sich doch einfach, sich mal über diesen Weg zu informieren und das kannst du auf unserer Internetseite unter www.netzwerk-c.de. Und bis dahin sei mächtig gesegnet. Tschüss!